Seit mehr als 5 Jahren gibt es das Produkt G-Technik G-Wash in der ersten Formulierung. Jetzt gibt es eine neue Formulierung G-Technik V2. Die ist deutlich verbessert und ich möchte in diesem Video das Produkt mal vorstellen. Ich möchte auch mal darauf eingehen, worauf kommt es denn an bei einem Autoshampoo für keramisch beschichtete bzw. keramisch versiegelte Fahrzeuge. Und wenn dich Autopflege interessiert, wenn dich glänzender Autolack begeistert, herzlich willkommen bei Chemical Shark. Schön, dass du dabei bist. Ja, kommen wir zunächst mal zu den Äußerlichkeiten. G-Technik W1 und G-Technik W2. Beide sind so rot. G-Technik W1 riecht nach Kirsche und G-Technik W2. Das Shampoo ist ein bisschen heller und riecht nach Grapefruit. Ist aber auch ein sehr, sehr angenehmer Duft. Schmeckt auch hervorragend. Bitte macht das nicht nach. So, jetzt Spaß beiseite. Wenn du dein Fahrzeug versiegelt oder beschichtet hast, sei es jetzt mit einer Sprühversiegelung oder mit einer langanhaltenden Keramikversiegelung, also jetzt bei Sprühversiegelung ADBL, Synthetic Spraywax oder Sonax oder Dr. Wack, egal welches Produkt, oder wenn du eine langanhaltende Keramikbeschichtung drauf hast, wie Sigwarz UK oder G-Technik, dann möchtest du eine hohe Hydrophobie, eine hohe Selbstreinigungskraft und eine sehr, sehr starke Wasserabweisung. Das heißt also, dass das Wasser im Grunde genommen rückstandsfrei vom Fahrzeug abfließt und den Schmutz mitnimmt. Jetzt gibt es ein entscheidendes Problem bei dieser starken Hydrophobie, nämlich dass die Waschchemie, wenn die Waschchemie aufgebracht wird auf das Fahrzeug, auch sofort aufreißt. Das heißt, dass das Shampoo gar nicht richtig wirken kann. Und da ist es bei G-Technik so, dass schon also die erste Version G-Wash V1 da so einen speziellen Wetting Agent, ich denke, man kann es als Bindemittel übersetzen, in der Formulierung drin hatte. Und dieser Wetting Agent hat dafür gesorgt, dass man also einen, ich sage jetzt mal, nicht vollständig benetzten Fahrzeuglack hatte, aber schon auf diesen versiegelten Flächen gesehen hat, das Shampoo wirkt da ganz gut, kann da ganz gut einwirken und reißt nicht sofort auf. Da gibt es ja auch entsprechende Videos, die das zeigen, dass also die G-Technik-Keramikbeschichtungen sehr, sehr hydrophob sind und auch dieses Aufreißen von Wasserfilm bei Chemiezusatz ermöglichen, beziehungsweise, dass das passiert. Wie gesagt, mit G-Technik G-Wash V1 wurde das schon ganz gut gelöst. Die G-Technik V2-Version hat neben verstärkten Tensiden, also das heißt einer höheren Reinigungskraft durch die Chemie und einer besseren Umhüllung der Schmutzpartikel, auch sich genau diesem Problem nochmal verstärkt angenommen. Das heißt also, es ist jetzt nochmal deutlich verstärkt, das heißt deutlich verstärkte Veränderungen bzw. deutlich verstärkter Bindemittel drin, die also dafür sorgen, dass man einen gleichmäßigen Verteilung hat von diesem Shampoo. Das Ganze schauen wir uns mal an auf meinem Audi. Der Audi war wirklich extrem schmutzig. Ich habe den 2.000-3.000 Kilometer gefahren. Das ist bei mir ungefähr einen Monat, damit wir den Test hier auch sauber durchführen können und euch da mal die Unterschiede zeigen können. Ich habe jetzt das Fahrzeug zunächst mal vorgereinigt mit W4, dem Schaum, und auch W5. Ich habe auch einen Flugrost Test gemacht, damit ich mir nicht den Autolack verkratze. Da gibt es auch ein interessantes Video, was du dir anschauen kannst. Du kannst ja auch einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie du die Vorreinigung von deinem Fahrzeug gestaltest. Wie gesagt, ich mache es mit G-Technik W5, also dem Citrusreiniger, und dann anschließend der Snowfoam drauf. Flugrost-Test wird auch noch gemacht. Und dann wird das Ganze abgespült. Und dann geht es ja an die eigentliche Handwäsche, das heißt dann das Waschen mit dem Waschhandschuh. 2 Eimer Handwäsche ist klar, haben wir hier auch gemacht, und 2 Eimer diese unterschiedlichen Shampoos eingefüllt und dann sowohl mit dem Paintwork Lover, mit dem Waschhandschuh, aber auch mit dem Silky Monkfish, also mit dem entsprechenden Waschbett, dann auch nochmal diese Stellen gereinigt. Ja, das Ganze zunächst auf der Motorhaube, damit ihr mal einen Eindruck habt nach der Vorreinigung. Ein paar Bilder, das heißt also, wie gut funktioniert die Keramikbeschichtung schon auf dem schmutzigen Fahrzeug. Man sieht schon, man hat eine sehr, sehr deutliche
Wasserabweisung. Man hat den Eindruck, das Auto wäre schon sauber, aber es ist wirklich noch Dreck drauf. Habe ich auch noch mal ein paar Stellen, wo man das ganz gut sehen kann. Fahrzeug ist noch dreckig, ist wirklich nur nach der Vorreinigung. Aber die Keramikbeschichtung sorgt schon dafür, dass das also deutlich aufreißt. G-Technik V1 und G-Technik V1 V2, also die zweite Version. Beide sind pH-neutral gehalten. Wenn man jetzt mit dem Waschpad oder mit dem Waschhandschuh das Shampoo aufbringt, dann sieht man also hier deutlich, es ist bei beiden Produkten so, dass dieser Reinigungsfilm vorhanden ist noch, also er reißt nicht sofort auf, aber bei der neuen Version, bei der V2, ist also auch deutlich zu sehen, dass das ein Tick besser funktioniert. Das heißt also, dass diese Einwirkung von dem Shampoo ein wenig besser funktionieren kann, weil das einfach durch dieses Bindemittel länger auf der Oberfläche bleibt. Und das ist auch das, was man in diesem Video, glaube ich, am besten darstellen kann. Die Gleiteigenschaft habe ich auch getestet anhand vom Waschpad. Ich denke, da sehe ich jetzt keinen nennenswerten Unterschied. Über den Geruch kann man sich auch streiten. Die Reinigungsleistung wirkt so, gerade bei diesen eingetrockneten Bienenkot. Da merkt man, dass die neue Version da sich ein bisschen leichter mit tut. Also das heißt, man hat auch das verbessert. Und das, wie gesagt, alles bei einem pH-neutralen Shampoo. Ich habe das dann nochmal an der Tür gemacht, damit wir nochmal eine Fläche haben, die also gerade nach unten geht. Auch dort ist es so, dass die neue Version also einen gleichmäßigeren Film bildet. Also das heißt, auf allen möglichen Oberflächen, auch egal wie der Anstellwinkel ist, sieht man also hier, dass die neue Version ein Tick besser ist. Wenn ihr die bestehende Version habt, schmeißt sie nicht weg. Sie ist weiterhin auf sehr, sehr hohem Niveau. Es war hier sowieso eine, ich sage jetzt mal, Evolution zu erwarten, keine Revolution, weil G-Technik V1, also das heißt, diese erste Version von dem G-Wash war auch schon sehr, sehr gut. Wichtig vielleicht noch am Rand, nicht verwechseln mit dem neuen W3. W3 ist ein Shampoo mit einem eigenen Versiegelungsanteil. Da kommt noch ein separates Video. Das Zeug ist blau. Das trinke ich dann beim nächsten Mal. Ich habe noch ein kleines Special für euch. Und zwar werden wir im Monat Juli, also in dem Monat, der gerade begonnen hat, jedem, der bei uns mindestens 500 Milliliter Shampoo kauft, einen kostenlosen Paintwork Lover dazu packen. Das Ganze kriegt ihr angezeigt im Webshop bei den Zugaben. Da müsst ihr es anschließend in den Warenkorb legen und dann habt ihr einen hochwertigen Waschhandschuh mit unserem Paintwork Lover einfach bei eurem Paket dabei. Im Backstage zeige ich euch jetzt noch so ein paar Beading Shots, ein paar Zeitlupen. Das soll es gewesen sein. Macht's gut, viel Spaß an der Waschbox. Bis zum nächsten Mal. Cheers, euer Stefan von Chemical Shark aus Limburg an der Lahn.